wird jetzt auch gedreht. Jetzt kommt der Greif. Und dann ist der Paratheer aber schon nach vorne gekommen. Der die Jungs so schützen wird. Und da haben wir ein Grab. Leider fehlgeschlagen, konnten wir nicht wegziehen. Versucht jetzt nochmal. Da kommen die Steine. Bats! Und er hat ihn erwischt. Er hat ihn erwischt. So, das war der Kill. Jetzt versucht er. Und hat den Golemreiter erwischt. Die Pflanze schießen. Er versucht wieder Equip. Oh, jetzt kassiert er. Jetzt kassiert er. Oh, die Flügel. Er wird sich zurückziehen. Er hat's versucht. Er hat's versucht. Ich habe hier böse, böse Lecks. Willkommen zurück. Die Golem müssen hier noch am Tänke. Ich habe anscheinend nicht groß was verpasst. Die Mauer ist auch nicht beschädigt. Ich weiß halt jetzt nicht, ob nochmal Greiferangriff war oder nicht. Sie ziehen sich im Moment gerade zurück. Da hinten sieht man. Oh, Vanity! Vanity macht einen Gegenangriff. Mit ihrem eigenen Paratheer, der richtig flott unterwegs ist. So richtig Raket ist es. Du die ganze Zeit den Golem bearbeitet, das ist sehr gut, sehr gut. Der Golem müsste mal langsam einen Stein werfen, um dem Flitzer ein bisschen entgegenzuwirken hier. Das ist ein sehr guter Hinterangriff hier. Wirklich sehr gut ausgeführt. Flitzen hier jetzt noch im Wald hinterher. Das Paratheer beschäftigt die bis hier von Vanity. Sie bleiben jetzt auf Distanz und werfen einfach nur Steine, dass er auch auf Distanz bleibt. Was weiteres geplant von Vanity hier am Tor. Der Greif ist wieder in der Luft beobachtet. Paratheer, jetzt kommst du hin. Finde ich halt natürlich wirklich eine easy Aktion. Da. Das ist es auch nämlich immer. Nicht einfach in der Base hocken bleiben, sondern raus. Raus in die Schlacht. Und wehre. Weil nur wenn man hingeht und den Nachschub verhindert, schafft man den Gegner. So, das Paratheer kommt ziemlich nah. Die Golem haben es bemerkt und kommen direkt zum Einsatz wieder. Ich muss mal schauen, wer hier die Aktion macht. Das ist Bone. Bone auf so einem Paratheer, das reitet kein anderer bei Vanity.
Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich habe so die Lecks. Ich versuche hier euch flüssige Bilder zu liefern. Wir haben immer noch der Paracea hier an dem kleinen Redwood. Die Golems gehen wieder zum Angriff über, werfen wieder ihre Steine. Paracea bleibt schön auf Abstand. Das ist halt jetzt auch störend für den Angriff, ne? Wenn so ein kleiner Düse-Chat da hinten drin rumwütet. Hier scheinen sie trotzdem wieder zum Angriff zu gehen. Wolf ist im Inventar. Das andere Paracea, ja. Heilschwein ist im Einsatz. Golem halt so das Paracea hier auf Abstand. Wo ist er dann hingeflitzt? Sinegone. Wo ist er? So weit vertrieben. Dann bleibt man lieber hier vorne beim Kampfgeschehen. Ah ne, hier oben. Haha, dachte ich mir schon. Es gibt eine lange Reise einmal drumherum, um von hinten anzugreifen oder von oben. Mal sehen, was er probiert. Was macht er? Läuft er jetzt nochmal ganz drum rum oder versucht er echt von oben zu jumpen? Ja, er scheint echt von oben zu jumpen. Oh, aber Donut sollte hier riskiert jetzt aber. Interessante Position, muss ich da echt lassen. Oh, das wird super, es geht los. Und die Tore schießen. Aber von der Gegner. Das waren die Tore von der Gegner. Hier wird gesnipert, das sind Sniper-Schüsse. Wir saßen wieder ganz schnell nach vorne, wie weit hier die Mauer getankt wird. Oh ja, hier schießen die Turrets schon nicht mehr, das ist nur noch Pflanze-Schuss. Ah ne, hat kurz geleckt wieder. Ah, das meine ich. Der Wolf ist am Snipern. Von hinten kommt jetzt das Paracea-Gelopf. Und die Angreifer von zwei Seiten. Oh, das ist heavy. Beschieße. Heftiger Angriff. So, jetzt kommen hier auch Feuerpfeile zum Einsatz. Von wo werden die geschossen? Ah, von der Mauer aus. Golem tut weiter Tänke und Schwein tut noch am Levehalle. Weiß halt nicht, wie gut das funktioniert. Mit den Schweinen mittlerweile. Die müssen wir immer gut im Futter steht oder für. Jetzt kommen wieder Bazooka-Schüsse. Quatsch, das war das Steintor, das beschädigte schon. Ja, und dann hat es ihn hier verrockt. Hier wird unam Golem rausgeschossen. Da habe ich jetzt nicht gesehen, wo der Schuss hingegangen ist. Nicht, dass er da eigentlich eine Golem getroffen hat. Ich glaube, hier neben die Mauer hat es erwischt. Das wird locker leer getankt hier.
Es scheint jetzt nur noch Pflanzenbeschuss zu sein. Turret schießen, ich weiß nicht, Golem rumdrehe, Steine werfe, um die Pflanze eventuell ja, zu beschädigen, kaputt zu machen. Hm. Vielleicht ist der Golem auch hier in den Bärenfall reingelaufen. Ich weiß nicht, ob die greift beim Golem. Können wir mal in den Comments beantworten. Ob der Golem vom Bärenfall gegriffen wird. Sieht er nur aus, weil er bewegt sich kein Schritt. Ah, jetzt dreht er sich. Hm, doch nicht. Das wird jetzt erstmal munter leer getankt. Machen wir wieder ergreifende Luft, deswegen snipern sie auch. Der greift voran, nur um die Lage zu checken. Dahinter wird ein Turm gebaut. Ich denke, das ist eine Sniper-Position. Der Golem dreht sich jetzt um und wirft Steine, wie ich gesagt habe. Jetzt werden mit dem Stein die Pflanze bearbeitet und weggemacht. Macht das Schaden? Ich muss mal kurz gucken. Oh ja, bup, die Pflanze ohne war weg. Das macht Schaden. Durch die Pflanze sieht der Golem-Reiter natürlich nicht, ob er jetzt schon was beschädigt hat oder nicht. Im Moment sieht es gut aus, er trifft wieder Pflanze. Der Greifereiter trifft aber auch. Oh! Und er wurde gegrabt. Das war der Grab. Er schießt direkt, aber da hinten in den Turretturm und das war's dann. Der Golem ist direkt wieder bemannt. Hat sich direkt den nächste draufgesetzt und werft einfach weiter die Steine. War leider immer in dieselbe Position. Hm, muss jemand zu meiner Seite? Ah, jetzt werft er höher. So, hat der Greifenreiter es bemerkt, dass der Golem wieder im Einsatz ist. Oh! Was ist das? Da hängt der Greif, glaube ich, fest. Ja, der Greif sitzt fest. Ja, jetzt ist er rausgekommen. Golem wieder bemannt und werft wieder Steine. Oh, da wurde der Reiter gesnipert. Golem wird, glaube ich, jetzt direkt wieder bemannt. Naja, wird steglos. Ja, der tankt das doch. Der tankt das. Scheint gut im Futter zu stehen. Das wird weggetankt. Oh, den haben wir vorhin nicht gesehen. Der war vorher noch nicht durch. Ich glaube, das ist Verstärkung. Noch frisch dazukommen. Wir hören auch die Schüsse. Die versuchen jetzt wieder, der Golem-Reiter zu snipern. Ja, wie ich gesagt, von dem Holzturm, der extra gebaut wurde. Der Greif versucht es natürlich trotz. Oh, das war ein Absturz. Er ist aber weggekommen. Er ist weggekommen. Das war vielleicht knapp vorm Kill. Da hat er den Sturzflug genutzt, den der Greif kann, um schneller wegzukommen. Jetzt wird wieder gesprengt, die haben gemerkt, die Turret schießen nicht. Dann wird die Bazooka benutzt. Der Golem werft weiter auf dieselbe Stelle, wo nichts mehr wächst. Zack, da hat er mal wieder was oben getroffen. Da kommt wieder Bazooka-Schuss. Zack, nächste Pflanzereihe. So langsam kommen sie durch. Klatsch. Oh, das war heavy. Ah, hat es mich wieder rausgehauen. Yes, das hat mich wieder rausgehauen. Bis gleich. So, da sind wir wieder im Geschehen. Mich haut's ja öfters raus, wenn du ein bisschen mehr zu Bruch geht.
Ich habe jetzt ein paar Vorkehrungen getroffen bezüglich, ja, ich habe Low Memory eingeschaltet, weil es einfach zu heftig ist. Das wird dauert da, bis sie bis mal Grafikkarte greift. Vanity benutzt jetzt ihr eigener Golem, wie man hier sieht, und der Greif ist auch wieder hier im Einsatz. Sie haben jetzt der Golem Reiter gerade beseitigt. Sind die Jungs haben doch anscheinend schon das Tor weggeballert. Die Falle ist ausgelöst von hier. Ja. Vanity Golem greift jetzt den Golem auf der Mauer an, um den zu beseitigen. Es werden mit Feuerpfeile vom Greif geschoss und hinter vom Sniperturm natürlich auch. Jetzt wird wieder Bazooka benutzt. Wo ist die gewesen? Die Mauer ist gefallen vorne. Das Paracea wird langsam hergetragen. Da haben wir Agrafixeller, da hat es wohl einer verrobt. Ah, der Golem wurde gepfiffen, damit man da wieder besatteln kann. Sag, jetzt sitzt da wieder einer drauf. Ja, der wird zurückgezogen. Sie ziehen sich zurück im Moment. Ich denke, um wieder die Tiere zu tauschen. Hier hinten haben wir ja genug Nachschub. Ich glaube, der ist genauso rausgeflogen wie ich. Und wenn er hat es hier verrobt. Das sieht man nicht. Waren da wohl wieder Schildkröte ran. Schildkröte hat positioniert. Es knallt hier schön im Canyon, wenn du gesnipert hast. Oh ja. Ja, das ist ein kleiner Schutz gebaut. Das ist nur einer oben im Sniperturm drin. Das ist echt gut. Darf Maul ist hier unten am Tor im Sniper. Feuerpfeile genau auf der Paracea wieder. Bazooka-Schuss. Selber sogar Schuss. Da kommt er. Hier wird weiter die Mauer entfernt, aber ich weiß nicht warum. Warum wird hier jemand geschossen? Ja, der Schuss ging hier hoch.
jetzt komplett weggezogen. Ja, super schön. Ja, mich hat schon wieder rausgehauen. Ich verpasse immer das Beste. Der Chris ist hier vorne. Recon. Ne, Name ist das. Name ist mit der Schildkröte ziemlich weit vorne schon. Hat wahrscheinlich Tänke. Oder soll Tänke. Weil nachher hier noch Molitore-Turm hinten. Das wird das nächste Programm sind. Ich mach die Name weg. Golem kommt hier auch schon hochgestapft. Ich habe die Auflösung ein bisschen runtergedreht, das sieht man jetzt also ein bisschen verpixelt. Ich hoffe, ich fliehe nicht mehr raus dadurch. Ich muss halt schauen, wie ich das jetzt so weitermache. Das Rausfliege stört halt einfach die Aufnahme. Und der Raiden an sich. Ja. Golem wird ganz nach vorne gebracht, kommt halt hier natürlich nicht durch. Dafür wird schließen auch schon wieder. Die Tiere drehen völlig ab. Das Schwein kommt, Achtung! Schildkrötenreiter, das Schwein! Klasse. Die Giftbugger sind ausgeschaltet, kommt noch einer gerade rum. Ich weiß nicht, wo der gerade die Krabbel ist. Der Golem ist jetzt ganz oben auf der Mauer. Er schritt zu viel und er kommt nicht mehr raus. Golem geht jetzt weiter vor und bearbeitet dann. Oh, wird jetzt selber beschossen von Turret Parathea. Hat sich jetzt auch umgedreht, um näher dran zu kommen. Ah, die Schildkröte wurde geschnappt. Better Golem im Einsatz. Zack. Die Schildkröte kommen durch und tanken. Golem, bemerkst du das? Die Schildkröte läuft rein. Die Schildkröte sind drin. Und er bemerkt es nicht. Er bemerkt es nicht. Der Golemreiter bemerkt es nicht, dass die Schildkröte drin sind. Das Rhino rennt einfach durch. Sie bemerken es nicht, dass die drin sind. Boom, das war der Turret-Turm. War ja klar, dass das passiert. Wenn die schon drin sind und es nicht bemerkt wird. Jetzt werden Steine geworfen, jetzt haben sie es bemerkt. Und die Schildkröte-Reiter hier angreifen. Da hatten wir wieder Bazooka-Schuss. Und den Turret-Turm hier ausgeschaltet, das ist so eine Kamikaze-Aktion. Zack, da hat es der Reiter erwischt von der Endschildkröte. Aber der zweite ist noch im Einsatz. Der Golem-Reiter kommt jetzt rein. Das Parathea ist direkt hinten dran. Schießt aber nicht mehr. Jetzt ist Golem gegen Golem. Und Rhino dazwischen. Das Rhino wird wohl sterben. Bumm, da haben wir wieder Tor Crash. Der wird mit dem Parathea nicht durchkommen. Scheint zu funktionieren jetzt. Ich fliege nicht raus bei Superschüsse. Rex von Bone ist jetzt im Einsatz, um helft mit der Golem zu besiegen. Ah, die Bazooka-Schüsse waren dann mit dem Golem und da hat mich wieder erwischt. Das war einfach zu viel Struktur, die auf Ammo kaputt geht.